schwierigste Spiel war. Bei euch war es eher so, dass es schon eingespielter war. Habt ihr vorher trainiert? Oder? Ja, wir haben schon trainiert, ein Turnier gemacht, aber waren jetzt auch nicht alle beim Turnier und auch beim Training war immer sehr gemischt, wie viele da waren, wer so da war. Wir haben natürlich bestmöglich versucht, vorher zu trainieren und ein bisschen was einzustudieren und wieder reinzukommen einfach. Aber dass es jetzt wirklich so gut gelaufen ist, hätten wir es, glaube ich, nicht gedacht. Und umso schöner. Sah schon gut aus. Also, ja. Top. Dankeschön. Für die weiteren Spiele? Ja, wir hoffen natürlich noch auf zwei Gruppensiege, also auf die zwei Siege in der Gruppe. Und dann gucken wir mal, wie weit es geht. Oh, noch was? Ich habe mich schon geäußert, dass ihr einer meiner Favoriten seid. Echt? Oh. Genau. Und deswegen viel Erfolg weiterhin. Ja, danke schön. Und du bist MVP geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jo, das war's schon. Dankeschön. Danke, danke. So, ja, wir haben hier wieder die beiden schönen Listen. Obwohl du die meisten ja kennst, ne? Da kenne ich jetzt alle. Ja. Also wird immer ein Grinsen nach dem anderen hier hochgeworfen. Aber es hat noch keiner zu mir gesagt, ich soll irgendwelche Fingernägel erwähnen. Ja, das stimmt. Ja, da hatte ich... Das bei Oliver und da wurde mir das dann einmal so kurz gezeigt. Sind die nicht schön? Ja, was können wir über beide Mannschaften erzählen? Minga Turtles eigentlich für mich schon die letzten DMs immer zum Favoritenkreis zählen. Das ist jetzt übrigens die zweite Mannschaft, die für mich zum Favoritenkreis gehört. Aber ich nenne nur zwei. Also die Unicorns und die Minga Turtles, aber haben es bisher immer so nicht so geschafft, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Ja, ein bisschen Torschusspanik vielleicht dann auch im entsprechenden Zeitpunkt bekommen. Jetzt sind sie aber deutlich gereifter, sind nicht mehr ganz so jung. Ja, speisen sich auch hauptsächlich aus den Jahrgängen 2000 und jünger. Also auch immer noch eine sehr junge Truppe. Ich wollte es gerade sagen. Das Kirche im Dorf lassen, so ja. Alles unter 21. Genau. Ja, und hätten es definitiv verdient, gespickt mit einigen Nationalspielern. Torhüter-Duo zum Beispiel gehören beide zu meinem Kader. Ja, und da haben hier auch so ziemlich alle dabei, die sie auffahren. Lucy-Marie Kretschmer mit dabei in ihren Reihen. Auf der linken Seite vorne wird Lena Klingler spielen, auch eine Nationalspielerin vom VfL Waiblingen. Ja, eine dänische Gastspielerin, Cecile okay. Tenning mit der 3. Haben die Minga Turtles auch, die immer nur für die Turniere aus Dänemark kommt. Eine Freundschaft auch entstanden. Amelie Möllmann mit der 18 auf der rechten Seite, eine Linkshänderin, eine sehr dynamische, schnelle Spielerin. Ja, bin gespannt. Und die Brüder auf der anderen Seite haben wir heute schon gesehen, haben gegen die Bonbons erste Halbzeit so lala, aber dann deutlich zweite Halbzeit ganz gut gewonnen. Genau, ich glaube, es wird ein ganz gutes Ding. Ja, ich bin mal gespannt. Der Sprungball ist auch zugunsten der kleineren Spielerin geworfen worden. Ja, da habe ich jetzt gerade einmal kurz, war ich abgelenkt von meinem Mobiltelefon. Ja, schon seitlich rüber. Aus Versehen. Da ist die angesprochene Amelie Möllmann auf der rechten Seite bei den Turtles. Jetzt schon die ersten 30 Sekunden nimmt quasi, schon vom Tempo her im Vergleich zum Spiel vorher, schon ein bisschen flotter. Eine verdammt schnelle Drehung. Linkshänder-Duell, hä? Jo. Oder sie haben ausgemacht, nur Linkshänder dürfen treffen. Nee. Nein, nein. Das wäre aber interessant. Okay.
mal ganz andere Voraussetzungen. Linkshänder-Duell. Nur die Linkshänder-Tore treffen. Erzählen. Ja, manche Mannschaften würden gar nicht punkten. Und manche dann mit 2-3, die dann, ja. Aber Brüder, 3 Angriffe, 3 Tore. 6-4. Gut, guter Start. Alle Tine Königsmann auf der rechten Seite. Auch hier wieder Linkshänder. Okay. Da ging der Ball mal immer ernst nirgendwo. Ja, so viele Spiele haben wir heute auch gar nicht mehr. Ich glaube, danach sind nur noch 3, wenn ich mich nicht vertue, oder 2. Hier haben wir Lotta Woch gesehen, als Shooter bei den Turtles mit der 6. Ist jetzt dieses Jahr neu zum Beachhandball gekommen, kommt vom TSV Harrislee, ganz im Norden. Und wechselt jetzt zu Frisch auf Göppingen. Ich habe auch gesagt, dass einen mit auf der Hand gekriegt hätte. Ja. Sah zumindest von hier so aus. Da ist jetzt hier auch gerade entschuldigt. Also dann war Kontakt da. Doch richtig gesehen. Ab und zu sehe ich auch nochmal was richtig. Mein Gott, wo ist denn jetzt hier die Liste, wenn man sie mal sucht? Da war kein Kontakt da. Auch ein super Block. Lucy Kretschmer. Ja, heute sind noch 2 Spiele und morgen geht es um 9.40 Uhr in der Früh weiter. Also für alle Begeisterten, die heute zum ersten Mal Beachhandball gesehen haben. Und das auch so feiern wie wir alle. Um 9.40 Uhr geht es weiter mit den Spielen. Sogenannte Fake-Shooter. Gut verteidigt von den Brüdern. Stefanie Degenhardt im Abwehrzentrum der Brüder. Würdiger Wurf von so weit außen. Waren wir wieder bei den 30%, was wir beim vorherigen Spiel hatten. Wenn man sich den nehmen zieht muss sich durch oder nicht. Den Frauen-Beachhandball. Wenn man das irgendwie versucht rauszubringen als Coach, wirklich mit Geduld zu spielen, lieber auch mal in ein Zeitspiel zu rennen und solche Chancen zu machen, nämlich über die Mitte geduldig zu sein. Der hätte immer noch. Zum Aussehen war auch genug Platz. Also dann hat man schon ganz viel gewonnen. Ja, bisher noch gut ausgeglichen. Heißt natürlich im Gegenzug auch zur Abwehr, dass man versuchen muss, die sogenannte goldene Mitte, also das Abwehrzentrum, möglichst zu verteidigen. Das dicht zuzustellen zu machen. Sowas eben nicht passieren darf. Ja, ist dann halt auch, wenn der Nebenmann in der Abwehr nicht dazukommt, dass dann halt mit dem Überzieher einmal dran vorbei. Ist halt auch schwer, wenn du da jemanden Flinkes hast, der da echt flott auf die Beine ist. Dann auch schwer zu verteidigen. Ja, Joel Arnaud ist hier im Tor mit der 12. Spielt in der Halle beim SV Allensbach am Bodensee. Die war auch bei den EBT Finals. Weiß aber nicht, wo sie gespielt hat. Die hat bei Szczecentre, bei den Ungarn gespielt. Ja, hatte auch 2-3 Freundschaften dorthin. Ja, man sagt hier immer Beachfamilie, deutsche Beachhandballfamilie. Man kennt sich, man mag sich auch. Meistens zumindest. Gibt es in Europa genauso. Ist schon, ja. Gibt es genauso, also auch da. Ist vielleicht auf dem Feld noch ein Stück weit mehr Ernsthaftigkeit, wie jetzt hier in Deutschland. Aber dann auch abseits, man sich so, wenn man sich mal irgendwo trifft und dann wenn man abends auch mal ein Kaltgetränk zu sich nimmt, der auch durchaus vorkommt, da quatscht man dann auch schon mal. Man kommt ja auch ins Gespräch automatisch. Man macht ja den gleichen Sport und hat ein Gesprächsthema ist auf jeden Fall ja immer schon mal da. Ne? Das ist ja. Hm.
gut, was Lotte da macht. Zwei schöne Würfe ausgepackt. Nicht so einfach. Coole, man weiß nicht so, wo der Ball hinspringt. Ah, da sind halt wieder die schönen Sandhügel. Können einem helfen, können einen ärgern. Upp. Jetzt Anna Krajcek im Tor. Von den Turtles. Wieder in der Halle bei Halle Neustadt. Habe ich aber auch gesagt, dass er drunter taucht. Kann sein. Aber wie gesagt, ist halt auch super schwer zu sehen. Die beiden Schiedsrichterinnen schauen vielleicht nicht ganz so genau hin wie die anderen zwei gerade. Ja, sag mal, mit dem weichen Sand, wenn du passend weit unten bist, siehst du es auch noch nicht mal. Du musst die Linie ja wirklich schon auch die Poolnudeln quasi mit anheben. Was wieder, das ist nichts. Ne? Aber was auffällt, ist, finde ich, Trefferquote bei beiden Mannschaften gut. Wenig Fehler, wenig Aktionen irgendwie von den Außen, die wenig vielversprechend sind. Jetzt habe ich es gerade gesagt und schon verschrien. Das war jetzt der erste Lattentreffer, glaube ich, von Lotta. Ja, das ist auch der Klassiker, oder? Das ist, aber sieht man schon mal einen Unterschied auch zu anderen Mannschaften, dass beide Teams hier einfach auch besser werfen, variabler und auch besser treffen. Schöner Pass da an Kreis von Kirsten Walter. Noch 1,30. Zwei vor für die Brüder. Ausgleich. Oh, 1,20. Gucken, wann die erste Karte hochgeht. War da der Kontakt da? Ja, das war da. Konnte von ihr echt nicht sehen. Aber wenn man den ganzen Angriff jetzt der Brüder nochmal sieht, sie hätten so eine leichte Abschlusschance auf der linken Seite haben können. Naja gut, die Poolnudel ist verschoben worden, damit Abwehr im Kreis und damit der 6 Meter. Kann man so pfeifen, würde ich sagen. Ging da komplett mit dem Fuß drunter. Was ich sagen wollte, der Angriff der Brüder war geduldig ausgespielt. Sie hätten eine Halbchance auf der linken Seite gehabt, haben dann aber nochmal in die Mitte reingelegt, haben geduldig gewartet und haben dann da auch die bessere Chance belohnt, jetzt mit dem 6 Meter bekommen. Ja. Hier eine gute Chance. Amelie Möllmann, sehr sicher. Ja, 45 Sekunden noch. Ich glaube, die Karte ist auf jeden Fall schon mal griffbereit. Wurde gerade passend hingelegt. Zwei vor für die Brüder, noch 30. Gespielt. Auch schön gesehen. Kein Fehlwurf. Nee. Fast kein Fehlwurf. Wenig Fehler. So, jetzt sind es noch 15. Keiner denkt an eine Auszeit. Ah, doch. Lag die ganze Zeit griffbereit. Okay, jetzt Auszeit, Brüder. Noch 9, wenn das so stimmt. Harz nützt man im Beachhandball nicht. Druck machen in 14 Sekunden. Das ist, ungefähr nach 10 das, Sekunden. Da wird der ganze Sand ja dran Druck kleben. Machen, also ins Ohr zwar mit durchspülen und dann gehen wir wieder im Einzelnen. Für die Halle gedacht schon. Das geht. Ja? Nein, außer du kommst zum Wurf, dann natürlich, ganz klar. Ja? Ja, aber jetzt 99, einfach runterspielen, Druck machen. Aber Druck machen, ich muss erkennbar sein, weil sonst habe ich schnell Zeit mehr. Ja? Also Brüder sagen jetzt hier, sie wollen auf den Einer gehen. Es reicht jetzt ein Punkt, sind noch 9 Sekunden. Ja. Sie müssten jetzt okay. 4, 5, 6 Sekunden spielen, um Zeit runterlaufen den Einer zu machen. Dann kommt es zum Erfolg. Aber sie dürfen jetzt nicht zu früh abschließen, weil dann haben die Minga-Turtles noch die Auszeit und dann können sie vielleicht noch bei 4, 5 Sekunden noch was reißen. Dann noch einen, ja, der Einer ist immer passend. Ah, es sind noch mehr Sekunden, es waren noch 13 Sekunden. Ah, jetzt gut. Noch 7. Wir wieder veräppelt von der Zeit.
war gut abgeschlossen. Und 2 Sekunden vorm Ende. Und dann reicht auch der Einer. Brüder gewinnen, ja. Ja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit gleich aufgebaut wird. Ja, das war jetzt, würde ich sagen, absolut auf Augenhöhe, die 2 Spiele. Warum die Brüder am Ende vorne lagen. Ich würde sagen, sie haben vielleicht den Tick geduldiger gespielt im Angriff. Aber ja, das ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren. Wingertörls haben auch gut getroffen, heute gut gehalten. War ausgeglichen. Ist ja nicht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit 10 Punkten Unterschied die Halbzeit geholt wurde. Die große, die lange, die ist nicht so gut in der Abwehr. Haben wir jetzt gesehen, hin ist ein paar Mal durchgekommen. Ja? Das spielen wir weiter. Unsere Konzeptionen spielen wir weiter. Abwehr steht gut, gell? Schnell bewegen, links, rechts. Da haben wir Probleme mit. Ja? Und das spielen wir weiter so. Und dann holen wir uns den zweiten Satz. Hey, mega gut. Auf, Mädels. Hey, komm weiter. Auf. Ja, bringt's auf den Punkt, ne? Hm. Brudis, go! Auf geht's. Wir haben das momentan noch nicht so gute Blockspiel von den Minger Turtles auf der hinten links Abwehrposition. Der Trainer der Brüder hat gesagt, die Große, in Anführungszeichen, bisschen da ausgenutzt. Tine Königsmann hat da auf der rechten Angriffsseite der Brüder einige Punkte gemacht. Da war viel Platz auf jeden Fall, aber auch bei den Mingertörs auf der anderen Seite war gut getroffen. Also ja, 2 Punkte ist nichts. Außerdem ist nur einer, oder? Gewesen. Stimmt, war nur einer. War eigentlich 19-18, ja. Genau. Also das war das Quäntchen Pech oder Quäntchen Glück auf der einen oder anderen Seite. Sonst, glaube ich, kann man da jetzt nichts sagen. Auch bei den Turtles waren gute Blocks. Jan Kretschmer, denke zum Beispiel. Ja, hat auch 2-mal, 3-mal schön geblockt hinten. Genau. Gut, diesmal war es dann jetzt der Ball, ne? Weiß nicht, ob du diesmal aufgepasst hast. War schon diesmal passend. Schade. Passenden Schritt nach vorne gemacht, um den Ball zu holen. Kann auch mal schief gehen, wenn dann der Pass anders gespielt wird. Auch gut gespielt von den Turtles. Auch gewartet, bis dann wirklich Platz in der Mitte war. Gut. Hier spielen die Brüder weiter. Shooter kommt über die Mitte. Haben es schön ausgespielt. War es die Linie? Nee. Oh, war aber nicht ihr Fuß. Das war der Abwehrspielerfuß. Ja. Ja, gut, das dann zu sehen. Ach, das auf die Linie bewegt sich und geht natürlich dann erstmal vom Angreifer aus. Wieder einen Ball gewinnen. Ja, das mit der Linie ist schwierig mit dem Abwehrspieler. Also ich auf Ebene der Nationalmannschaften machen das Abwehrspieler absichtlich, um so vielleicht auch mal einen Abwurf zu erzwingen. Hier jetzt definitiv nicht, würde ich sagen. Naja, das war gerade definitiv, glaube ich, keine Absicht. Das genau. War eher dieser Schritt zurück und aus Versehen. Aber ja, ich bin kein Schiedsrichter, aber vorsichtig sein. 4-0 Turtles. Das waren Schritte, hätte ich auch gesagt. Spontan. War so der 0-Schritt als Tap-Tap. Hält wie im Spiel davor auch wieder top. Leni frei im Tor, ja. Sie decken jetzt Tine ein bisschen mehr. Und dann kommt Platz am Kreis. Handballen chill. Ich würde nonstop Camper auf die Julia spielen. Wer soll da rankommen? Julia ist die großgewachsene Spielerin bei den Minger Turtles. Handball chillen, die spielt aber gerade in der Abwehr.
Also muss er erstmal in Angriff. Aber ja, kann eine Taktik sein. Da wird schwierig, dass jemand drankommt. Hast du recht. Könnte man versuchen. Wäre irgendwo eine Alternative. Wenn sie zum Schuss kommt. Ja, dann ist der oft drin. Ich glaube 5, 6 gemacht, einer nicht getroffen. Gut. Schön gespielt. So auch noch gar nicht so oft gesehen. Nachläufer. Halbe und ja. Nachläufer. Also kam echt noch nicht oft. Wir spielen jetzt zwei. Ein Konzept aus dem 4-0. Jetzt sind alle vier Angriffsspieler draußen. Es wird gewechselt. Tine kommt über die Mitte, geht in die Entscheidung. Ah, Platz war ja genug da. Aber da fehlt dieses kleine letzte Böschen. Wenn die Turtles weiter treffen, 10-4. Handball-Chillen sagt, dass Julia auch gelernte Kreisläuferin ist. Da hat sie recht. Julia spielt beim ESV Regensburg, ist jetzt gerade in die zweite Bundesliga aufgestiegen, spielt da auch als Abwehrchefin oder Abwehr im Zentrum und vorne am Kreis. Also, wir geben das mal weiter an die Trainer der Turtles. Könnte mal ein Versuch wert sein. Oder mal eine Alternative, wenn es mal gar nicht so läuft. Aber momentan mit 10-4 ist ja alles im Soll. Oh, da kommt schon Timeout. Timeout. Nach 5 Minuten, ist echt früh. Hat ihm irgendwas nicht gepasst? Wir können ja mal reinhören. Ja, im Vergleich zur ersten Halbzeit. Nutzen, ja. Genau. Chancen sind da. Ein Stück nochmal, jetzt achten Sie nämlich sehr drauf, mit dass du nicht übertrittst. Da einfach ein paar Zentimeter aufpassen. Ja. Ist gut, Mädels. Was soll ich spielen vorne? Okay. Der Punkt geht jedenfalls, glaube ich, nicht schneller und dann steht sie immer schon. Nee, ja, das passt schon. Ich kann auch mal beim nächsten Mal gerade nochmal versuchen zu gehen. Und der einfache Pass, Camperpass auf den Kreis. Schussi steht immer hinter der Fanny. Der war gut auch. Ja, und sie setzt sich schön ab, also der geht echt gut. Kommt gleich auf, geht's. Die holt euch jetzt noch, kommt. Wir haben keinen Bock auf Schuhe. Auf! Ach da, Chancen sind genug da. Definitiv, in der ersten Halbzeit haben sie alle halt gut verwandelt. Und die Ansage war, mehr über Fanny zu spielen am Kreis. Er hat da bemerkt, dass Lucy Kretschmann nicht um den Kreisläufer geht, sondern eher dahinter steht. Schauen wir uns an. Schön gespielt. Du kommst auch nicht mehr dran in der Abwehr. Das war richtig gut gespielt. Der lange Camperpass nicht einfach. Den dann auch so zu verwandeln. Super. Lena Klingler trifft für die Turtles 12-6. Lassen nicht locker. Aber das freut mich als Trainer. Nächster Shootout. Freut mich, weil viele Nationalspieler dabei. Ich will genau, dass sie in solche Drucksituationen jetzt kommen. Die Brüder müssen jetzt, dass sie nicht ins Shootout kommen. Und dann ist auch Sarah Irmler hier zum Beispiel gezwungen, auch mal da noch mehr Druck zu machen. Gut. Ja, gerade auch wieder die richtige Entscheidung. Parken an der Linie. Kann man sich auch mal einen Schuss nehmen. Es gibt Ecke. Torhüter war nicht mehr dran. Ja, da war jetzt Zeit angezeigt. Deswegen kam der Wurf. Jetzt ist es wie in der Halle. Wenn der Torhüter am Ball ist bei Zeit, ist Zeit aufgehoben. Boah, die Chance. Ui. Gut. Muss man nicht sagen wir nichts. Gut gemacht. Muss man nicht nehmen, aber gut geschossen. Tor entschuldet. Ja, definitiv. Ich glaube, war der dritte lang hoch, also. Ah, 14-10. Die
Vier Punkte halten sie aber konsequent. Boah. Paula Reibs vom Kreis. Spielt in der Halle bei der HSG Würm Mitte, Münchner Vorort, Gräfelfing. Wir können es mal hier. Ja. Da bist du gerade besser im Bilde. Brüder, MVP im ersten Spiel. War das Leni Frei? Ja, genau. Ja. Obwohl ich hoffe, ich habe eine überragende Leistung. Wieder super. Ne? Ja. Hält. Lena trifft auch ganz gut. Mhm. Ja, sehen wir echt nochmal einen Shootout jetzt gleich. So, was haben wir denn hier noch für... Ah, nichts Passendes. Auch Ami Möllmann in der ersten Halbzeit, auch jetzt gut getroffen auf der rechten Seite für die Turtles, hier mit der 18. Mhm. Also beide Flügelspieler der Turtles. Gut gemacht. Ja. Hat sie den jetzt auch wieder lang reingemacht, dann hätte ich gesagt, okay. Top. Auch wieder eine gute Quote an gehaltenen Bällen. Mhm. Wieder der lange Camperpass. Super gespielt. Ich würde sagen, das qualifiziert sie auch für die Wahl. Jetzt den zweiten, dritten, so lang gemacht. Kirsten Walter. Hätte der Chat noch irgendwelche Vorschläge? Genau, Chat. Als beste Spielerin des Spiels. Ich finde schon auch, Amelie Möllmann hat auch gut getroffen, gut geworfen. Das ganze Spiel über auf der rechten Angriffsseite der Turtles. Die Finalspiele sind am Sonntag. Leni, ja, haben wir schon stehen. Passt auch. Die 18 der Turtles kommt hier noch. Mhm. Sind die 18. Amelie Möllmann, genau, die haben wir auch genannt. Ja, ja, Shootout. Shootout. Aber bei uns ist die Zeit zumindest um. Ah, guck mal. Ja, machen wir jetzt wieder beim Shootout oder möchtest du noch? Sollen wir noch eine vierte, dass es gleich verteilt ist? Oder? Ja, kannst ruhig noch jemand. War denn noch von den. Nehmen wir beide Flügelspieler, wobei Kretschmer hat auch gute Blocks gemacht. Oder lieber vorne noch einen Flügelspieler? Dann eher Flügelspieler. Ich sag mal, Block, das waren. Ja, hier kommen vom Chat noch die 6 von den Turtles. Wer ist denn die 6? Lotte Woch, ja, hat auch gut getroffen. Kann man auch machen. Ich hab einen Block gemacht. Ja, Mitchell, komm, mach das. Fall der Wahl. Die Mitchell hilft. Also, Chat. Flügelspieler, wer Lena Klingler oder die 6 Lotte Woch? 1, wer ist 2? Auch für die MVP-Wahl bei den Turtles. Gut. Immer Flügelspieler. Flügelspieler, Lena Klingler, ja. Alles klar. Gas geben nochmal auf. Und von ist Nummer da. Die Nummer 17. Go. Auf. So. Ja, das ist die Tochter. Bietchen. Und jetzt gleich könnt ihr wieder abstimmen. Die Namen kommen gleich wieder. Ja, Shootout, 5 Würfe für die, die es zum ersten Mal sehen. Und dann die Mannschaft, die nach den 5 Würfen mehr Punkte erzielt hat, gewinnt. Mal eine blöde Frage zum Shootout. Wenn ein Spieler beim Shootout zum Torwart passt und dieser lässt den Ball durch und er geht ins eigene Tor, zählt das dann als Eigentor oder als Fehlwurf? Als Fehlwurf. So ist es. Super, so, sollen wir nochmal fleißig,
fleißig abstimmen. Also die erste, Kirsten Walter, war die linke Flügelspielerin von den Brüdern. Amelie Möllmann, die rechte Flügelspielerin von den Turtles. Leni Frey im Tor bei den Brüdern. Und Lena Klingler, die linke Flügelspielerin von den Turtles. Alle gut geworfen, gut getroffen. Auch wenn das zweite Mal, dann wissen wir, wer nachher unseren Job hier macht. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, da kommt Lena Klingler, die auch nominiert ist, jetzt hier beim Shootout. Kann sie nochmal Stimmen holen. Guter Wurf rechts oben. ...2-0 Turtles. Jetzt ist dran für die Brüder Michelle Schäfer hier am Ball. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie es ausgegangen ist. Michelle Schäfer ist Jahrgang 2003, November, also könnte fast noch bei der U17 mitspielen. Hier ist Paula Reibs für die Turtles, auch ganz sicher. Zeichnet sich auch so ein bisschen jetzt ab. Bisher wenig Fehlwürfe, auch im Shootout. Auch das, was wir über Spiel gesehen haben, viele sichere Würfe. Da waren halt nicht so viele individuelle Fehler auch mit drin. Warum gibt es ein Shootout überhaupt? Es gibt zwei Halbzeiten, die jeweils einzeln gewertet werden, und wenn jede Mannschaft eine Halbzeit gewinnt, wird das Spiel halt durchs Shootout entschieden. Und hier sehen wir jetzt auch eine Variante. Lucy Kretschmer jetzt hier im Tor, geht raus und schafft so halt mehr Druck auf die Angriffsspielerin zu erzeugen und hat jetzt hiermit den Fehlwurf erzeugt. Ist aber da noch dran vorbeizukommen, ist dann natürlich auch schwer, wenn der Torwart so weit rauskommt und den Ball dann halt noch passend mit der Pirouette ins Tor zu bringen. Nein, es muss nicht mit einer 360-Grad-Drehung kommen, aber zählt doppelt. Darum wird's hart gemacht. Leni Frey hält. Stark. Bleibt wie in beiden Halbzeiten offen. Super. Rechte Hand hochgekriegt. Ja, Grün hat insgesamt mehr Punkte gemacht, wenn man es zusammenrechnen würde, aber da jede Halbzeit einzeln gewertet wird, ist das nicht ausschlaggebend. Oh. Im Spiel eigentlich souverän die Dinger reingemacht, aber dann aus dem Camper. Heute ist auch gar nicht rausgegangen, warum diesen Wurf. Gut, jetzt Amelie Möllmann für die Turtles. Ball ist weg. Oh, habe ich nicht gesehen. War wieder die Zellplane. Beim Pass weggekommen? Wirklich? Pass zum Torwart, nicht gefangen. Ja, wieder alles drin. Offen. Oh. Habe ich auch schon gedacht, der wäre weg. Er war ganz schön. Oh. Bisschen ins Gesicht gekriegt, aber da hat sie ihren Fehler jetzt gerade wieder gut gemacht. Mhm. Da sieht man auch, dass sich die Mannschaften gut kennen. Anja im Tor der Turtles hat jetzt geahnt, dass Tine da in dieses Eck wirft, halb hoch. Ja, könnte jetzt ein Einer wird. Ja, jetzt reicht ein Einer. Brüder haben nur noch einen Wurf. Mein Wohl. Dran. Also dran. Nee, doch noch anscheinend zwei. Sonst wäre hier schon mehr gefeiert worden. Mehr Jubel. Oder sie haben es noch nicht kapiert. Ja, warte mal, die haben... Ja, stimmt. Einer wurde nur einer gehalten.
Ja, das war's. Aber mir hat jetzt so ein bisschen der Jubel gefehlt. Ja, der Jubel war klein. So ist es. Gut. Shootout. Die bessere Mannschaft. Ja. Sauer bin ich nicht. Ja, Lemtrons, herzlich willkommen. Ist gerade mit Prime beigetreten. Hallo. Amelie Möllmann ist MVP geworden mit 50% der Stimmen. 14, 21. Ja, noch relativ. Hast du eine Frage? Ja, ich muss erst wieder überlegen. Die erste Frage gönne ich dir wieder. Wir werden noch gar nicht gesehen. Also erstmal, wir können noch überlegen. Achso, ja. Wir sind so klein gewachsen, Entschuldigung. Ein bisschen weiter rüber. Perfekt. Ja, so kriegen wir es hin. Startest du? Soll ich starten? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ami. Du bist MVP geworden mit 50% der Stimmen aus dem Chat. Wie siehst du das Spiel? Ja, also ich glaube, die Brüder und die Mingas sind immer auf einer Höhe. Wir sind schon sehr lange Konkurrenten und Freunde. Also das ist ja immer beim Beachhandball sehr nah beieinander. Ja, man hat gemerkt, wir sind nicht perfekt ins Spiel reingekommen. War auch unser erstes Spiel und dann gleich gegen so einen Kracher wie die Brüder ist nicht einfach. Und dass es dann 1-1 steht nach zwei Halbzeiten, ist, glaube ich, sehr gerechtfertigt. Und dann im Shootout ist immer ein bisschen Glück dabei. Und das war jetzt heute auf unserer Seite. Ja, mal sehen, wie es dann die nächsten Tage wird. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen auch von mir, wie du die nächsten Spiele einschätzt, die ihr dann bestreitet. Wo ihr euch dann seht nach dem ersten Spiel jetzt. Ja, also ich glaube, mit einem Sieg gegen die Brüder zu starten, ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, wie sich das morgen entwickelt. Wir wissen auch, dass man hier keinen Gegner unterschätzen darf und sehen jetzt gelassen die nächsten Tage und freuen uns. Ja, top. Ja, von meiner Seite auch nochmal Glückwunsch und auch Glückwunsch zur Wahl der besten Spielerin. Vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg. Danke. So ist es. Super. Bis denn. Bis dann. So. Jetzt kommen die Otternasen gegen Schurwald. Männer. Südduell. Ja, das geht jetzt so weiter. Jetzt läuft er gerade wieder weg. Möchtest du werden? Mal schauen, ob Konrad jetzt wiederkommt. Verdammt, hat der Mühli heiße Ohren. Ja. Eieieiei. So. Kommt mein männliches Pendant? Nee. Du kannst den aber gerne suchen gehen. Ja, ich kann schon noch eins. Also schauen wir gerne zu Otternasen, Schurwald. Ich wollte gerade sagen, ne? Verspricht, also, gutes Spiel zu werden. Ach, guck mal, wer da steht. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Weitermachen, sagt der Chef. Nee, du darfst. Du darfst, wir brauchen hier die Bundestrainer-Männer-Expertise. Chat, worauf ihr euch auf jeden Fall Der Nova ist nicht mehr in der Halle aktiv. Der Nova ist alt und mehrmals verletzt. Und das tut allen ganz gut, dass er nicht mehr in der Halle aktiv ist. Aber Handball chillen, liebe Grüße an dich. Und damit... Das geht dem Hartwig ähnlich. Okay. Wollte sagen, danke dir, Alex. Bis nachher. Jo, bis später. So. Chat, für euch schon mal. Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor uns. Ja, jetzt das vorletzte. Nehmen wir hier Schurwald gegen die Otternasen. Und da kommt Konrad auch wieder hoch. Geht das? Wunderbar. Ihr seid so frech. Natürlich sind wir frech. Und danach kommt Mühli nochmal. Und dann für alle Neuen hier auf Twops gibt es so einen kleinen Sundowner mit Mühli und mir.
versuchen wir mal, einen Sundowner. Hallo. Und dann versuchen wir mal das Niveau von Dirk und Olaf ein bisschen, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, daran zu kommen, aber wir werden uns Mühe geben. Okay. Ein Sundowner, sozusagen so das letzte Spiel am Abend. Leuchtet es jetzt? Ja, das leuchtet die ganze Zeit. Achso, schade. Sollen wir mal ausprobieren sonst? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich. Nee, geht noch nichts. Nibbleboard geht immer noch nicht. Nee, den Sundowner, so einen lockeren Ausklang am Abend. So, mal ein Bierchen dazu. Vielleicht auch mal die ein oder andere Side-Story, die noch da mit reinkommt. Da bin ich mal gespannt, da muss ich auch reinhören dann. Ja, also ich glaube, der Mühli, der wird da schon... Ah. Der kennt da so ein paar Chaoten. Okay. So. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, Chat, ob der Mühli und die Jungs das gemacht haben. Deshalb fange ich nochmal an. Wir möchten uns natürlich bedanken. Wir haben ja einige Follower reinbekommen. Und jetzt muss ich einmal hier ein bisschen nach unten scrollen, weil das sind wirklich einige. Und zwar, sagen wir nochmal, danke.